Herzlich willkommen von mir. Sie haben an den Plätzen unseren Aktionsplan Rechten Terror vorliegen. Ich möchte ganz kurz drei Eingangsbemerkungen machen, bevor ich auf die 7 Punkte dann im Einzelnen eingehen möchte. Wichtig ist mir zu sagen, der Mord an Walter Lübcke, das ist kein Einzelfall. Seit 1990 müssen wir mindestens 170 Opfer rechter und rassistischer Gewalt in diesem Land betrauern. Und der schwerste Anschlag der Geschichte der BRD war das rechtsterroristische Attentat 1980 beim Oktoberfest, bis heute nicht aufgeklärt. Aus der Perspektive der Linken ist klar, der Mord an Walter Lübcke ist Teil des gesellschaftlichen Rechtsrucks. Die Anstifter sitzen in den Parlamenten und auch in den Talkshows. Jetzt zu den einzelnen Punkten. Ganz vorneweg und auch gerade mit Blick auf Hessen. Die Akten aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, die unserer Meinung nach mutmaßlich Auskunft geben über die Verstrickung der Kasseler militanten neonazistischen Szene in den Mord des NSU in Kassel an Halit Yozgat, aber auch Hinweise auf den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, Stefan E., beinhalten können, müssen freigegeben werden. Es kann nicht sein, dass diese Akten auf 120 Jahre vor der Öffentlichkeit weggesperrt sind. Und wir sagen ganz deutlich, das V-Leute-System muss beendet werden. Alle Spitzel in diesen militanten Strukturen müssen sofort abgezogen werden. Und die Kenntnisse der Verfassungsschutzbehörden müssen auch für die Ermittlungsbehörden, aber auch für die Öffentlichkeit auf den Tisch. Ich denke, es ist vollkommen klar, das ist Punkt 2, dass wenn es um Rechtsterror geht, wir eine Zuständigkeit des Bundes brauchen. Das heißt, wir brauchen sowohl bei der Bundesanwaltschaft wie beim Bundeskriminalamt entsprechende Ermittlungsschwerpunkte, die inhaltlich und auch personell untersetzt sind. Und wir brauchen auch eine verstärkte Ermittlungstätigkeit in diesem Bereich. Und daneben als Sofortmaßnahme ist aus meiner Sicht unablässig, dass die neonazistische Szene entwaffnet wird. Und das gilt sowohl für alle, die über einen legalen Zugang zu Waffen haben, also im Besitz einer entsprechenden waffenrechtlichen Erlaubnis sind, als auch von denen, wo wir annehmen, dass sie illegal Waffen in Depots zum Beispiel gesammelt haben, um diese gegebenenfalls auch für eine rechtsterroristische Tat zu verwenden. Ganz klar also Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis und auf der anderen Seite intensive Anstrengungen der Strafverfolgungsbehörden, illegale Waffen aufzuspüren. Zentrale Forderung nach dem NSU-Skandal war, den Verfassungsschutz aufzulösen und durch eine unabhängige Beobachtungsstelle zu ersetzen. Hier bleiben wir bei dieser Forderung und sehen uns auch gerade angesichts der Entwicklungen bestärkt. Der Verfassungsschutz ist nicht geeignet, er ist Teil des Problems und wir müssen tatsächlich diese Aufgabe einer demokratischen Behörde übertragen. Demokratisierung der Sicherheitsbehörden. Bei Rechtsterror fallen derzeit oftmals diese Hinweise auf entsprechende Strukturen in Bundeswehr und Polizei. Wir brauchen hier in beiden Einstellungsuntersuchungen, um überhaupt erstmal zu erfahren, wie ist die Situation dort in diesen Institutionen und gibt es eine Gefahr, die über das, was derzeit bekannt ist, hinausgeht, weil dort entsprechend rechter, rassistischer, aber auch antisemitischer Gedankengut vorhanden ist oder sogar möglicherweise weit verbreitet ist. Ja, und dann die politische Ebene. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens und der muss Antifaschismus heißen. Und das beinhaltet für mich ganz klar, die, die aktiv sind, die aufstehen gegen rechts, die dürfen nicht kriminalisiert werden. Und alles das, was es an Beratungsstrukturen gibt, mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, aber auch die Opferberatungsstellen, sie müssen dauerhaft finanziert sein.
Ich finde, es gab sehr viele gute Presseberichte in den letzten Tagen, die nochmal deutlich gemacht haben, wie der Zusammenhang ist von rechter rassistischer Hetze in Medien, aber auch zum Beispiel durch die AfD und dem Erstarken der militanten Rechten und auch des Rechtsterror. Und die Antwort ist ganz klar natürlich, wir müssen klare Kante zeigen gegen geistige Brandstifter. Die CDU hat jetzt ein Versprechen abgegeben, keine Zusammenarbeit, keine Koalition mit der AfD. Wir hoffen und wir erwarten eindringlich, dass dieses Versprechen auch nach den Wahlen im Herbst weiter gilt. Und was uns als Partei angeht, als Linke, wir bleiben dabei, die beste Antwort auf den gesellschaftlichen Rechtsruck ist linke Politik, Politik im Interesse aller hier lebenden Menschen und für eine Umverteilung von oben nach unten. Das gehört für uns auch zu den entsprechenden Konsequenzen. Und nun weg von der Innenpolitik zu zwei außenpolitischen Themen. Ja, das war gestern wirklich ein Tag der großen Freude. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Istanbul. Und trotz dieser wirklich massiven Versuche der Wahlbeeinflussung hat es der Sozialdemokrat Ekrem İmamoğlu geschafft, so ein überzeugendes Ergebnis hinzulegen, das auch dank der Unterstützung unserer Partnerpartei HDP und der vielen, vielen, die sich in der Türkei und in Istanbul für Demokratie und Frieden engagieren. Das macht Hoffnung, Hoffnung, dass das System Erdogan ein Ende finden wird, wie es jetzt sein Ende gefunden hat nach 25 Jahren in Istanbul. Wir gratulieren wirklich von Herzen und wünschen dem neuen Bürgermeister viel Erfolg. Auf der anderen Seite keine gute Nachricht. Die Kriegsgefahr, die Eskalation der USA gegen den Iran. Ich finde, Präsident Trump riskiert mit seinen militärischen Drohgebärden tatsächlich derzeit einen Krieg. Und wir wissen alle, ein Krieg in dieser Region bedeutet einen Flächenbrand. Die letzten 18 Jahre haben gezeigt, dass die Idee, den Nahen Osten zu stabilisieren mit Bomben, absurd ist. Und wir erwarten als Linke jetzt von der Bundesregierung Haltung. Haltung zum einen auf dem Weg der Diplomatie, Druck auszuüben auf die US-Regierung und zum anderen dabei auch deutlich zu werden, das ist die Verantwortung der Bundesrepublik tatsächlich, wir von hier dürfen keine Unterstützung dieses Krieges zur Verfügung stellen. Das schließt insbesondere Überflugrechte und die Nutzung der US-Basen in der Bundesrepublik ein. Abschließend vielleicht dann doch noch mal zu anderen Bildern des Wochenendes, die mir auch tatsächlich eine große Freude waren. Und man muss sich auch mal freuen können und feiern, wenn man gewonnen hat. Und ich finde, Ende Gelände hat gewonnen. Warum überhaupt diese Proteste? Warum auch gerade der Ort? 3 der 7 schmutzigsten Kraftwerke Europas gehören RWE und stehen im Rheinland. Und deswegen war es richtig, dass RWE einen Besuch bekommen hat. 40.000 Menschen am Freitag bei Fridays for Future in Aachen und mehrere tausend Aktivisten und Aktivistinnen bei Ende Gelände. Und sie haben es wirklich geschafft. Sie haben die Braunkohleinfrastruktur nicht nur besetzt, sondern auch für einige Stunden lahmgelegt. Und das ist großartig und zeigt nochmal, dass diese Aktionsform von Ende Gelände tatsächlich eine Bedeutung hat und dass viele, viele junge Menschen insbesondere auch etwas tun wollen. Nicht nur bei Fridays for Future, sondern auch in solchen Aktionen gegen die klimaschädliche Braunkohleverstromung. Und wir danken nochmal ausdrücklich allen denen, die dieses Wochenende unterwegs waren. Und ich ganz persönlich möchte meinen Abgeordnetenkollegen Gösta Beutin und Michel Brandt und Sabine Leidig danken für ihre engagierte parlamentarische Beobachtung und Begleitung der Aktion. Auch das, finde ich, ist etwas, was man
nochmal klar sagen muss, es ist auch in dem Sinne Teil unseres gemeinsamen Erfolges. Danke. Bitte. Ja. Der Bundestag hatte sich auch nach Kabinett im Bundesrat im April des vergangenen Jahres entschieden, der NPD den Geldhahn zuzudrehen, auch eine Möglichkeit im Kampf gegen rechts. Bis heute ist beim Bundesverfassungsgericht kein Antrag dafür eingereicht worden. Überrascht Sie das? Wie erklären Sie sich, dass das so lange dauert? Das ist richtig. Es gibt dafür möglicherweise Gründe. So ein Antrag muss derart formuliert sein, dass er Erfolg hat. Und wir kennen die Hürden auch gerade in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Gegebenenfalls braucht es dort entsprechende Vorarbeiten, dass ein Antrag mit solchen Beweisvorträgen versehen ist, damit man ihn entsprechend dann auch durchführen kann, weil nichts ist schlimmer. Das haben wir in den NPD-Verbotsverfahren erlebt. Wenn so ein Antrag auf den Weg gebracht wird und dann scheitert, dann steht nachher die NPD als lachende Dritte da, und das darf auf keinen Fall passieren. Ich glaube, es gibt aber noch ein anderes, weswegen ich glaube, bei dem Thema ein bisschen weg von der NPD blicken möchte. Die Frage, inwieweit man sich auch mit repressiven Maßnahmen militanten rechten Strukturen zuwenden muss, ist für mich weitaus größer als nur NPD. Das betrifft zum Beispiel die, finde ich, gefährlichen Neonazi-Kleinstparteien wie die Rechte und der Dritte Weg, die das Parteienprivileg im Grunde nur vortäuschen zu nutzen, sondern im Kern Nachfolgeorganisationen, verbotene Strukturen und Organisationen wie dem Freien Netz sind. Und zum anderen natürlich jetzt im Zusammenhang mit dem Mord in Kassel die Frage nach dem militanten bewaffneten Arm von Platten Anna, Combat 18, warum diese Struktur nicht im Zuge des Platten Anna-Verbotes 2000 auch verboten wurde und welche Möglichkeiten es derzeit gibt, dass man entsprechend auch gegen die Aktiven in dieser Struktur, aber auch gegen die Gruppierung selbst vorgeht. Ja, ganz ehrlich, also ich verfolge das Engagement des Innenministeriums und der nachgeordneten Behörden im Kampf gegen rechts viele Jahrzehnte, und es war nie Schwerpunkt. Es wurde nie wirklich eine Analyse vorgetragen, die den tatsächlichen Gefährdungen entspricht. Es wurde davon gesprochen, dass man aus diesen entsprechenden Organisationen keinen Rechtsterror zu erwarten hätte, dass es keine akute Gefahr gäbe. Bei dem Thema Bewaffnung der Szene, ich habe es vorhin angesprochen, da kam auch zurück, das wären lediglich Leute, die gerne eine Waffe führen, weil sie eben damit angeben in der Szene, aber das seien keine Tatvorbereitungen, zum Beispiel der Erwerb oder das Schießtraining mit Waffen. Vieles andere mehr. Ich sehe nicht, dass sich daran etwas geändert hat. Dann müssten tatsächlich ganz grundlegende Dinge sich ändern. Als erstes, dass aufgehört wird, von Einzeltätern, Einzelfällen zu sprechen, dass man die neonazistischen, gefährlichen Strukturen beim Namen benennt, identifiziert und dann zerschlägt. Und dass man endlich die Rechtsterrorgefahr anerkennt, die es gibt, weil alle die, die sich für eine humane Flüchtlingsaufnahme gegen rechts engagieren, Migranten, Migrantinnen sind, nicht rechte Jugendliche, Obdachlose, viele in diesem Land, die haben tagtäglich Angst, dass eine rechte rassistische Gewalttat, auch ein Mord passieren kann. Und wenn da nicht eine Antwort gegeben wird, finde ich, ist das tatsächlich nur im Moment Wortgeklingel. Von der AfD. Trotzdem finden sich genau in diesen Landesverbänden immer wieder Stimmen, die das fordern. Also wie schätzen Sie das ein? Also ich möchte jetzt erst einmal daran glauben, weil diese klare Kante, die jetzt da formuliert ist, die ist wirklich wichtig. Wirklich wichtig, auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst.
blau, man muss besser sagen braun-schwarze Koalition eindeutig auszuschließen und nicht weiter auch als Gedankenspiel voranzutreiben. Wir hatten entsprechende Stimmen, Sie stellen darauf ab, sowohl aus Sachsen wie aus Thüringen wie aus Brandenburg, wo einzelne CDU-Politiker und Politikerinnen durchaus auch schon mal in die Richtung Überlegungen angestrengt haben. Deswegen glaube ich, braucht man jetzt auch den öffentlichen Druck auf die CDU weiterhin, um drei Sachen klarzumachen. Erstens, es geht nicht nur um die Frage der Koalitionen. Es geht auch um alles andere. Es geht um Tolerierung, Minderheitenregierung, Zusammenarbeit. Zweitens, das betrifft nicht nur die Frage der Landesregierung. Das betrifft meiner Meinung nach auch die Kommune. Es ist nicht glaubwürdig, nur Regierungszusammenarbeit auf Landesebene auszuschließen und es zuzulassen, dass zum Beispiel auf kommunaler Ebene man sich abspricht mit der AfD bei Besetzung von Posten oder möglicherweise darüber hinaus auch gemeinsam parlamentarisch tätig wird mit gemeinsamen Anträgen, Wahlvorschlägen und Ähnliches. Und das Dritte ist, glaube ich, ja, es braucht auch noch mal eine deutlichere Ansprache der CDU-Führung an alle in den eigenen Reihen, die in den letzten Monaten, will ich sagen, offen oder versteckt, ja, den Schulterschluss oder wenigstens die Annäherung an Teile der AfD vorangetrieben haben. Werteunion ist da das Stichwort. Da muss die CDU wirklich deutlich sagen, irgendwie, dass das außerhalb des Kanons liegt, irgendwie, was sie sich als demokratische Partei verpflichtet sehen. Das Signal nach innen wäre jetzt auch nochmal wichtig. Gut, vielen Dank. Ja, danke.